So, I hope I didn't park on top of anyone. No, no, I'm not. I did not. Very good. It's dark, dark, dark. Ja, dunkel war es, der Mond schien helle. Heute Nacht ist Mondfinsternis, aber nicht bei uns, ne? In Nordamerika und über dem Pazifik. Was man hier, wir gehen nach EKCH01 Company Route. Of course it doesn't work, because I haven't exported the flight plan yet. Very smart, very smart. Hier, Kopenhagen, Export. Go away. Also EDDB EKCH01. Yeah, we got it. Gerga, Monarch, that's good. Activate, execute, performance init. Now we need to set our data. First the fuel. So we need 5.1 tons. Fuel, call fuel truck, and now the payload. No, that was too far. Yeah. So payload 15.7. There we go. Zero fuel should be 58.8, 58.7, yeah, that's within limits, that's okay. And we can go back to the FMS. Zero fuel should be fine. Reserve fuel, let's see. Malmö, 0.8, final reserve 1.9, that's 1.9 in total. 1.9 tons reserve fuel. Oh no. Not cost index. Cost index is 85.
Ja, genau, wir fliegen vom BER. Wir fliegen ab Schönefeld 2.0. Und wir sind North Shuttle 29er Charlie. Ich muss den Flugplan noch runterladen. Simbrief, Download. Zack. Equipment Code Lima und Delete SID. Das haben wir alles gemacht. Und zack. Und Flugplan abgeschickt. Flightplan sent. So, let's see. We have ATIS 123.77. Time 1820, expect ILS approach runway 25 right or 25 left, transition level 60. Departure frequency Bremen radar 126.425. Wind 290 degrees 4 knots. Cab OK. Temperature 1. Dew point 0 QNH 1026 trend. No significant change. Berlin Brandenburg information November. Out. November, ja. It's almost December. Met report time 1820, expect ILS approach runway 25 right or 25 left, transition level 60. Departure frequency Bremen radar 126.425. Wind 290 degrees 4 knots. Cab OK. Temperature 1. Dew point 0 QNH 1026 trend. No significant change. Berlin Brandenburg information November. Out. Berlin Brandenburg. Met report time 1820, expect ILS approach runway 25 right or 25 left, transition level 60. Departure frequency Bremen radar 126.4. So, any runway 25 right or left. Good, then let me entertain you. Why, what's going on here? IRS is still in a line. What's going on? Do we have to start over? Better do that, yeah. Something went wrong with the alignment of the IRS. So, Berlin inserted. Well, what's the issue? What's the problem, my friend? So loading is finished, takeoff weight 63.5, that's good, that's 63.6 minus taxi fuel, and the takeoff CG is 18.9, hop, e-speeds 137, 138, 145. And then seat belts on. Let's start the APU. Captain, have you found the fastest seatbelt sign? We do ask that all passengers take your seat at this time and please fasten your seatbelt. Just as a reminder, we cannot leave the. And let me quickly install my hardware. Bis gleich. See you soon.
Genau, hallo Costa, ich habe gerade mein Alpha Yoke und so weiter, Honeycomb angeschlossen und den Trottel Quadranten, den Idioten Quadranten. Noch den Joystick Treiber laden. So, weg mit dir. So, mal gucken, welche Programme wir schließen können. Dann laden wir noch hier drin, während wir aufs IRS warten, kann man noch hier den Flugplan laden. Wir sind mit Nova Shuttle, haben wir nicht, IBK, glaube ich, ja, hier. 738. Fly now, stimmt. Loading haben wir gemacht, Wetter haben wir gemacht, ja, alles gut. Weg. Dann ist noch schnell Zeit hier für unsere Karten. Wir haben es gleich. So, 7 Seiten sind gedruckt. Hi Tim, heute mal nicht Hongkong. eddb.pdf. Komm. So, da sind wir. Noch einmal da drehen. So, mal gucken, wir kriegen, wenn wir 25 left fliegen, haben wir Gerga 1 November und wenn wir 25 right fliegen, kriegen wir Gerga 1 Alpha oder 1 Charlie oder 1 Mike. Mal gucken. Wir parken aktuell hier, Bravo 1 und dann Taxi, entweder hier 25 right oder 25 left. Die haben ihre komischen Entry North und Entry South und Victor 2, Victor Charlie, Victor 1, Victor Mike und so weiter. Immer wieder ein Spaß. Und Runway Course ist, was sagt ihr, 245, ja, 245. Also zurückkommen müssen, drehen wir uns ILS ein für 25 left. Das wäre 109,5, 245 Grad. Also. Irgendwie tut's IRS heute streiken. Warum kommt das nicht? Da stimmt irgendwas nicht, ne? Das geht normalerweise deutlich schneller. Und ich habe hier oben auch die Anzeige allein. Die sollte eigentlich ausgehen, ne?
Dann machen wir halt hier einmal einen auf. Realism, Align Time, machen wir Short. So. Und dann müssen wir noch hier die APU connecten. Dann können wir die abhängen. Wir holen uns den Pushback. Boden an Brücke. Der Schlepper bringt sich in Position. Und dann machen wir nochmal IRS aus und wieder an. Und dann müsste eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden aligned sein. Keine Ahnung, warum es heute streikt. Mal eingeben, EDDB, zack, rein. Komm bitte, zeig's an. Boden an Brücke. Alle Türen und Luken sind verschlossen. Oh. Wir sind der Ground ist weg, kann man Tower, also 120.02. Die Tower geht raus um 8. Der Ground geht raus um 8, warum das denn? 25 right. Das ist dann Approach 12642. 126, ne? Das ist das Ground, das wir da eingetragen wollen. So, da sind unsere Bildschirmchen, dann können wir endlich mal den Typen rufen. Wir müssen noch die SID eingeben. Tag und Abend, NOR Shuttle 29 Charlie, Stand Bravo 1, Information December, we are ready for startup. Roger 29, Charlie, stand by. So dunkel, ne? Sollen wir auf Tag wechseln? Gerger 1 Alpha Departure 25 Right, Lufthansa 32 November. Also der hat Gerger 1 Alpha bekommen, dann werden wir das wahrscheinlich auch erhalten. Also, Gerga 1 Alpha, 600 feet. Charter 29 Charlie, you are cleared to destination Malmo via the Gerga 1 Alpha Departure 1-2-5, correction, via to Copenhagen via the Gerga 1 Alpha Departure 1-2-5, right fly plan to climb 5000 feet, squawk 2002. North Shuttle 29 Charlie, Gerga 1 Alpha 25 right 5000 feet 2002. NOR Shuttle 29 Charlie is ready for pushback. Und 29 Charlie, pushback to approve facing north. Push to north, approved. NOR Shuttle 29 Charlie. Good, so contact Bremen Radar when advised by tower. Climb flight altitude 5000 feet. So waypoints DB 240, 241, 242, less than 230 knots, 243. At or above 9500. DB 244 and Gerga. Let's have a look if we got this in the box. In the meantime, we can do our pushback. So, fuel pumps, packs, beacon. Alpha 1019, taxi to entry north via Lima 3, Delta Victor 3. And pushback. Boden an Brücke. Bitte zeigen Sie mir zuerst. Taxi via Lima 3, Delta Victor 3, Alpha 1019. Boden an Brücke. Bitte zeigen Sie mir zuerst, wo Sie hinwollen. Schlepper ist verbunden. Der Bypass-Pin ist gesetzt. Bitte lösen Sie die Parkbremse.
Park brake released. Dann 25 right, Gerga, 1 Alpha. Die Triebwerke sind frei zum Anlassen. Frei zum Anlassen. 240, 241, 242, 230 knots or less. At above 9500. Yep, 243, 244, Gerga. Okay, good. So we can use heading flight director first. Also heading select LNAV VNAV armed. And starting engine number 2, or we need the cruise level, it's gonna be 280, landing 50 feet. Ja, ich mach nochmal 2 zurück gleich. Aber erstmal haben wir den Startup fertig und dann, bevor wir losrollen. Squawk 200. Komm her. Transponder out of 5000 feet. Und trim for takeoff 6.0. Okay, start completed. Engine start number 1. Start valve. And 2 rotation. Oil pressure. Start lever to idle. Fuel flow. EGT. N1. Cool. Flaps. 5 selected. Start completed, ignition continuous. Der Push-Vorgang ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Parkbremse. Park brake set. Schlepper wird getrennt. Einen Schlepper kleinen wird Moment, getrennt. Bitte. Schlepper, Schlepper, Boeing-Fänger, ne? So in der Arme. Wie war das denn? Ja. Also 2027, dann gehen wir zurück wahrscheinlich auf 1627, ne? Das ist noch zu dunkel, ne? Gehen wir zurück auf Lufthansa 32 November, can you give us a QNH? The 8 is not saying anything about that. Thank you. 1026. 1026. QNH 1026, Lufthansa 32 November. Danke. Airflot 1019, I just to clarify, was it Victor 3 or Victor 2? Because I couldn't find any Victor 3 on the local chart. Met report time 1820, expect ILS approach runway 25 right or 25 left. Victor 3, das ist not an arm of Victor 1. Der Schlepper wurde entfernt, der Bypass-Bin ist gezogen. Also auf Start do this. So, top left, we start this row, vertical down. Fuel pumps, generators, APU, probe heat, hydraulics, ignition, PEX, valve, PEX, off, cruise level, landing altitude, and ready for taxi. Nor Shuttle 29 Charlie, request taxi. Nor Shuttle 29 Charlie, taxi to entry north via Victor 2. Taxi entry north via Victor 2, Nor Shuttle 29 Charlie. Let's have a look. So, we are somewhere here and we have to go here. But this taxi line doesn't exist. Right? Why does it finish here? In the scenery it does exist. Well, we just moved this way. Taxi light. Lufthansa 32 November, it's stand Bravo 6, requesting pushback. 32 November, pushback, facing north.
So, there is your sunset. Due to Berlin. Airport 1019er, taxi to stand Bravo 10 via Victor. Wir können Deutsch reden, glaube ich. Wir sind die Einzigen, die hier zugucken und agieren. Da kommt die Aeroschrott, Flott. Flock 1019er, say again, stand please. Was it Bravo 2? Hallo Wolfgang. Bravo 10. Taxi to stand Bravo 10 via Victor 1, Victor Mike, Victor 2, Flock 1019er. No, Charlie 29er, Charlie, continue taxi to report number 25 right via Victor 4, Delta Lima 6. Taxi holding point Lima 6, 25 right via Victor 4 and Delta. North Shuttle 29 Charlie. There is an error in the scenery. Did you see it? Did you know? Lima 6 is here. Okay. Did you see? Habt ihr das gesehen? Hier steht Entry South. Aber da müsste Entry North steht in die Richtung, aber Entry South in die Richtung. Das müsste in beide Richtungen Entry North heißen. Egal. So, Departure Review. RNF Departure Contact Bremen Radar when instructed. We climb 5000 feet according to RNF or RMP Departure. Engine failure straight ahead. We climb 3000 feet and we come back on runway 25 left or 25 right. The ILS 15 left is 25 left is set already. I think. Let's have a look. Yeah, 109.5. 109.5 und wir haben das VUR am Platz gesetzt. Übrigens, das Platz VUR ist das ehemalige Tempelhof VUR. Das haben sie umgesetzt. Vor Jahren halt entsprechend. Recycling gewissermaßen. Also die Frequenz auf jeden Fall, die Hardware vielleicht, wahrscheinlich, keine Ahnung. Weiter links ist Lima 6, jetzt kommt erstmal Lima 5. Lima 5. Let's hurry up, time is ticking. Lima 5 is here. High speed. Oops. Berlin Tower, schönen guten Abend. Air Berlin 817, stand Bravo 13. With information November request, IFR clearance to Malmö. Da parken wir immer hier. Air Berlin 817. Da bin ich normalerweise mit meinen kleinen Flotzern. Air Berlin 817, clear to Malmö via the Gaga 1 Alpha Departure, initial climb 5000 feet and QNH, correction, squawk 20232. Air Berlin 817, repeat correct. North Charter 29er Charlie, wind 320 degrees 5, North Runway 255, right, clear to takeoff. Runway 25 right, clear to takeoff, North Shuttle 29er Charlie. Okay, lights, TCAS, auto throttle is armed already. Have a good flight. Then, take off view, let's go. Lufthansa 32 November, request taxi. Lufthansa 32 November, taxi to entry north via Victor 4. Approaching 2. Taxi to entry north via Victor 4, Lufthansa 32 November. On runway 2, 5, right.
Drucker. Check thrust set. V1 rotate. Positive rate. Thank you. Airflot 1019 on scan number Bravo 10. Thank you, ready for radio control. Have a nice evening. Bye. Udachi. One thousand. Dan, VNAV speed green. Gear is up. Dass der Tower jetzt dem nicht Tschüss gesagt hat und Danke und so, finde ich ein bisschen arm. Speedcheck. Flaps one selected. Ist das die Berliner Hochmäßigkeit? Keine Ahnung. Air Berlin 817, request push and start. Speedcheck, flaps up selected. Air Berlin 817, pushback approved, facing north and confirm starboard also approved. I found that. Charlie 29, Charlie, Contact Bremen, Radar 126.425. Contact Bremen, Radar 29, Charlie. Thank you very much for your service. Good night, schönen Abend. Bis bald, good luck. Ja, auch keine Antwort, okay, super. Thousand ago. Radar, guten Abend, North Shuttle 29, Charlie 4000, climbing 5000. Marschall 200, Charlie Bremen, Radar, guten Abend. Kleinfeldwebe 160 und identifiziert. Kleinfeldwebe 160, danke. North Shuttle 29, Charlie. Standard. Set. Ich weiß nicht mehr, ob der. Ich weiß gar nicht mal, ob der überhaupt Berliner ist. Ich finde es halt schade, wenn Leute sich bedanken, höflich, und dann kommt einfach nichts zurück. Bei mir war es ja offensichtlich polemisch, ja. Aber bei der Russe, der Aeroflot, war ja wirklich höflich. Und dafür habe ich kein Verständnis. Man kann zumindest sagen, ja, bye bye. Man muss ja nicht sagen, oh ja, gerne geschehen und so weiter. Das muss ja alles gar nicht sein. Aber wir haben hier ein. Wir haben hier ein Dienstleistungsverhältnis. Piloten sind unsere Kunden. So, den Chronometer kann ich zurücksetzen. Shuttle 29 Charlie, Pulse, direkt COSEP. Direkt COSEP, danke. North Shuttle 29 Charlie. Der Tower ist der genervt heute, oder was? Keine Ahnung, ich bin auch erst seit ein paar Minuten da. Weil der tut keinem zurückgrüßen, wenn er gegrüßt oder bedankt wird. Interessant. Der steht mit dem falschen Fuß auf, und zwar jeden Tag. Verstehe. Ich werde ihn nochmal anchatten gleich, das nervt nämlich ganz furchtbar. Das machst du richtig, danke. Uns glaubt das immer nicht. Ja. Ich meine, wenn für mich, mir ist es scheißegal, aber wenn Kunden aus dem Ausland kommen und sich höflich bedanken, dann das geht nicht so. Cool, dann. Ist richtig. Noch ein Zusatz, Charlie, Contact Bremen Radar 124, das will 175. Schönen Flug noch, ciao. 124, 175. Oh, neue Frequenzen hier. North Shuttle 29, Charlie, ciao. Kennt man gar nicht, ne? Nee, bin ich nicht gewohnt. Kann ich nicht vorher einrasten. Ciao, Jungs. Ciao. Macht's gut. Besser. Descent Flight Level 210. So, Level 100. Okay, wir haben hier Ignition, Landing Light, Swing Light, Logo Light, C
Seatbelts. Oh, den habe ich ganz vergessen vorhin. Den zuzumachen und. Nee, der ist nicht neu auf WhatsApp. Den Namen kenne ich schon lange. KLM 454, Contact Copenhagen Control 121.375. Come on. 11375 vor KLM 454, ciao. Bremen, moin, guten Abend, Nord Shuttle 29 Charlie, climbing level 160 to COSEP. Nord Shuttle 29 Charlie, Bremen Radar View, diesen Abend identified, climb level 280. Climb level 280, Nord Shuttle 29 Charlie. 280 set. Aber eben, wie ihr seht, offenbar. Bremen Radar, Lufthansa Unterfahrer Whiskey, would be ready for descent. Ist ja bekannt. Lufthansa 105, Whiskey Descent, Flight Level 210. Descending 21, Whiskey, 21 Whiskey, genau. Flight Level 210, Lufthansa 105, Whiskey. Mal zu der Whiskey im Spiegel. Break, break, Alpine 5690, Contact Berlin Arrival 126425. 126425, Alpine Flight Class 0, auf Wiedersehen. Maastricht 120.950. Thank you, 120.950. Ich habe mir jetzt mal gefragt, ob er heute schlecht drauf ist, warum so unmöglich sei. Hey, keiner muss grüßen, ja, aber wisst ihr. Wir sind ja hier nicht bei der Arbeit, sondern wir spielen hier ein Spiel. Und sollten dabei eigentlich Spaß haben. Und wenn wir keinen Spaß dabei haben, dann sollten wir nicht spielen. So, da ist Tegel. Hm, schade, ne? Zu und weg und tot. So, dann können wir mal die Karten für Hoppenkagen, Kopenhagen besorgen. Dann brauchen wir nämlich hier die Karten. Das mache ich auf meinem zweiten Bildschirm, könnt ihr nicht sehen. So, wir kommen rein über Monarch. Radar, good evening. Eurotrans 074, Flight Level 320. Eurotrans 074, Bremen Radar, good evening. Identified. Mal kurz im Hintergrund. Grunz.
Lufthansa 4 Papa Romeo, descend flight level 200. Descend 200 for Papa Romeo. Bremen Radar, Naben, Lufthansa 32 November, passing flight level 110, climbing 160, inbound Delta Bravo 243. Lufthansa 32 November, Bremen Radar, good evening, identify, climb flight level 280. Climb 280, Lufthansa 32 November. Lufthansa 32 November, pro seat direct COSEP. Direct COSEP, Lufthansa 32 November. Der Flieger ist kurz, ne? Es hat eine 800. Die 700, die ist kurz. Oh, da sind wir auf Cruise Level fast. Aber wir wollten mal hier die ganze Arrival eingeben. Also, weg. Wir müssen das nach links drehen. Wahrscheinlich kriegen wir hier die Monarch to... Alpha, Charlie, Echo, Foxtrot. To Foxtrot. Also. Lufthansa 4 Papa Romeo, Contact, Copenhagen Control, 121375, come in. 121375, 4 Papa Romeo. Oh, haben wir schon, fertig. Hey Jürgen, wie war es im Gran Canaria, in Marokko? Haben die Marokkaner dir guten Service geboten. Ah, noch Algier noch. Okay, cool. Bist noch online? Mal gucken. Ne, ist schon weg. Hier, Wetter in Algier, was haben die hier? Ne, 14 Grad. Ist auch kühl. Und Las Palmas, mal schauen, was haben die hier? 23 Grad? 17 Grad, Light Rain. Oh, nicht so schön. Ungewöhnlich, ne? Ja, genau. Wer fliegt hier? Der Azores, das ist bestimmt der Pedro oder sowas. Ja, klar, Pedro. Immer dieselben Verbrecher. Und hier Concorde ist bestimmt der Gareth. Ja, klar. Ja, guck mal, schöner ATC. Auch an der Westküste hätte man auch noch fliegen können. Ja, was noch, was nicht ist, kann ja noch werden. Aber wir fliegen jetzt erstmal hier oben rum durch die Gegend. Das sind wir hier. Ja, ups, das wollte ich nicht. Na. Wie man sieht, wir haben eine schöne Abkürzung bekommen, ne? Hier raus aus Berlin und dann zack, direkt nach COSEP. Spart bestimmt 3 Minuten oder so. Ist noch nett. Ja, der Gareth fliegt immer da hin und her, wenn er nicht nebenher Helikopter fliegt. Aber er hat schon einen Dirty Mouth. Ne? Der ist schon krass drauf. So, Monarch 2 Fox braucht Nexo at or below level 100. Im Raider, schönen guten Abend. Delta Fox hat den Kurs ja auch mit dem Flight 231. Können wir mal hier ein NAV-Setting machen? Hier ist das. Machen wir mal hier. Kastrup. Delta und lassen hier das. Sierra Hotel Bremen, hallo. Ja, ja, speziell. Er ist ein Schotte. Er kann nichts dafür.
Oh, jede Menge hier, das sind die ganzen verschiedenen Rollkarten, ne? 8 Seiten mit Rollen. Rollen verteilen, ne? Ihr wisst ja, ne? Im Theater, ne? Ich habe einen neuen Job im Theater. Oh ja, und wie ist so? Naja, ich habe einen neuen Job im Theater. Ich verteile Rollen. Ich verteile die Rollen. Oh, cool. Und wie ist das so? Pff, ganz einfach. In jedes Klo eine einzige. Ja, ich warte mal auf eine richtige Concorde. Delta Foxtrot Echo Sierra Hotel identified. Cleared, okay. Das Coole ist halt, du kannst mit der Concorde, kannst du halt ganze Kontinente in 3 Stunden, 4 Stunden abdecken. Delta Fox, Echo, Sierra Hotel. Also ILS 2 left ist 109,5, 217 Grad. 109,5, ah, haben wir schon drin. Magic, it's a kind of magic. Und 217. 217. Jotran-Zero-Surf vorbei gekoppelt. Jotran-Zero-Surf vor, Roger. Hier, der andere, der ist 20 Meilen weg, den kann man kaum sehen. Wo fliegt ein Frachter? Ah, da oben ist er, der Frachter. Da. A300. Ups. Wieder verloren, ah, da ist er. DHL, A300. Eurotrans, 074. Und hier könnt ihr mal aufs Radar gucken, dann kommen wir da hier rund um Kopenhagen, ist es nur noch grün, ne? Da geht die Hölle ab. Da ist die Hölle los. Darauf freuen wir uns. Cool, so, das haben wir gemacht. 217, hier drüben müssen wir noch 217 eindrehen. Wir brauchen ein Minimum. 22 left, 208 feet. 208. Und wir können ja mal gucken, ob es da schon ein ATIS gibt. Das müsste man eigentlich empfangen können bereits. Ja, hier. 12275. This is Kastrop Airport. Departure and arrival information, Charlie. Met report 1920, expect ILS approach, visual approach on request arrival runway 04 left after landing, vacate runway. Departure runway 04 right. Transition level 60 automatic weather report. Wind 310 degrees 7 knots. Visibility more than 10 kilometers, light rain and snow, sky condition overcast, unavailable 1700 feet. Temperature 1. Dew point minus 2 QNH 1027. No significant change if unable to follow it. Nein, jetzt habe ich die falsche Bahn. Mit der 04 habe ich nicht gerechnet, da muss ich mal die Karten ausdrucken noch machen. Dann muss ich die andere Star eingeben und die andere Bahn, so ein Mist. Also ILS 04 left und Monarch to Echo, das müsste dann Flight Level 80 sein. Bei Monarch. Ja, bei Nexo, ja. Hat er. Light Snow, ja. Light Show? There's a Light Show, what? Delta Fox hat Echo Sierra Hotel. Bremen Radar, good evening. This is Ryanair 288 November, flight level 370. Ryanair 288 November, Bremen Radar identified. Zack. So. Another print out. Bremen Radar, very good evening. Leipzig Air 3228, flight level 370. Leipzig Air 2, correction 3228, Bremen Radar.
Radar, hello identity. Oh, I get on you off descent regime. Good day, Felix 875 heavy passing. In Kopenhagen, die haben Light Snow im Wetter drin gerade. Das sind halt 0 Grad und da regnet es leicht oder eben schneit es halt leicht. And we are ready for descent, the North Shuttle 29 Charlie. North Shuttle 29 and Charlie, descent to reach flight level 200 at COSAP. Descent level 200 by COSAP, North Shuttle 29 Charlie. COSAP 200. Steep descent. Hello, Air Berlin 817, passing flight level 123, climbing flight level 160. Air Berlin 817, Bremen Radar, hello identified, climb flight level 280. So, VNAV path. Air Berlin 817, climb flight level 280. Dann machen wir jetzt Descent now. Descent now, execute, ja, there we go. Dann brauchen wir noch unsere Approach Speeds. Die machen wir hier, wir nehmen Flaps dirty, I'm dirty, my wife is dirty too. Ja, hier soll es eventuell auch so Schneeregen zumindest geben am Dienstag. Freuen wir uns drauf. So, neuer Versuch. Nee, hier. So, also, Monarch 2 Echo. Ja, komm her. Monarch 2 Echo, Monarch, Kodan, Nexo, Level 80 or below. Max 250. Und dann ILS 04 left ist 110.5. Ja, Schnee mag der Hund. Ist okay. Solange man sich danach die Pfoten auftauen kann, aufwärmen kann, ja, sehr gut. Und dann Minimum Category Charlie 235 feet. 235. Ram radar service with them, sir. We're doing bounce 100, bounce fly level 180, climbing 250. Dann brauchen wir noch irgendwas. Minimum haben wir. Puppy. Final Approach 9.3 DME, 3000 feet. Check the guide slot at DME 5, 1600 feet. Puppy, we talked already. Minimum, we talked already. Missed approach. Turn straight ahead to 500 feet, then turn left onto 340 track. Climb 3000 feet in from ATC. MSA, the highest is 2100 feet. Alright. Bremen Radar, hello identified. So, taxi routes. Yo, Transiro 74, requesting descent. Yo, Transiro 74, descent. So, here, taxi routes for code A, B, and C. Bremen Radar. B and C, we have Charlie. Other than vacate here, Alpha 6 or Alpha 5, probably, or Alpha 7. 123, that's my line. And then via Alpha, hold short 30, and then via Alpha and Fox, Alpha or Fox, to the apron. And the apron info is here, Alpha or Fox, and then we're gonna park somewhere. We don't know yet. Delta Fox and Echo Sierra Hotel, please. Seatbelts. Ja, mit Schnee spielt der Hund auch, aber nicht ganz so enthusiastisch, nein. Radar, good evening, Oceans 301, with you, flight level 270, requesting descent. Austrian 301,
Bremen Radar, hello, identify the Phantom Beach Flight Level 200 at COSEP. Flight Level 200 at COSEP for Ocean CC1. North Shuttle 299 Charlie, contact Copenhagen on 133.15. 13315, North Shuttle 29 Charlie, tschüss. 133.15. Und Copenhagen, hello, North Shuttle 29 Charlie, Level 200. Oh, this will be interesting. North Shuttle 29 Charlie, Copenhagen, hello, same position. We just passed COSEP for Monarch. North Shuttle 29 Charlie. Clear of conflict. Das wird knapp hier. Wo ist denn der? Also 29 Charlie, you're on the wrong frequency. You should contact 121.37, bye bye. Okay, 12137, North Shuttle 29 Charlie, bye bye. 12137, hat er mir die falsche Frequenz gegeben, nicht zum falschen geschickt. Copenhagen, hello, North Shuttle 29 Charlie, Level 200 to Monarch. North Shuttle 29 Charlie, hello, maintain Level 200, enter the holding as published. Which holding? Enter the holding over Monarch as published, of course. Okay, hold over Monarch, level 200, North Shuttle 29 Charlie. Yeah. 4140, send flight level 80. Which holding? Delta 80. Now we have to be quick. Yeah, Delta 2 Bravo Lima, descend flight level 150. Set level 150, Lufthansa 2 Bravo Lima. There is no holding over. North Shuttle 29 Charlie, there is no holding information on the charts for Monarch, only for Kodan. That is absolutely right, that is my mistake. Sorry, I of course mean into the hold over Kodan as published. That's my mistake. Yeah, I don't care who's made the mistake. We just hold over Kodan, no problem. North Shuttle 29 Charlie. So, 032 right turns. So, hold. Hoffentlich geht das noch. Hold. 032 Lufthansa 2 Bravo Lima, turn right at 090. Right. Right, 090, Lufthansa 2 Bravo Lima. Uff, das ist knapp, aber es reicht noch. The 4 Papa Romeo, contact Copenhagen Approach, 118.45. So, where are our minimum speeds? Do we have to insert the approach speed again? Lufthansa 2 Bravo Lima. Okay, let's go. 210 knots. That's good enough. It's good enough. Descending flight of 280 with the information, Charlie. Ja, wir sind nicht die einzigen im Holding hier. Da sind noch mehr unterwegs. Irgendwo rechts ist eine Lufthansa. 11350, Copenhagen Control, hello, identified. Shamrock 255, descend flight level 160, turn right, heading 360. Shamrock 255, turn right, heading 010, descend to flight level 150. Roger, 255, that was two instructions there at the one time, so will I take it 150 as height, and just say again the heading, please. Yeah, you can make a heading now all the way to 090 degrees. Roger, 090 and 150 on the height, confirm. Affirm. Scandinavian 414, contact approach 118.45. Da ist noch einer. Eurowings. Thanks for service here. Auch im Holding, cool. Ja, DVRF habe ich gesetzt, ja. Keine Ahnung, warum der mir keine Minimum Clean Speed anzeigt. Seltsam, ne? Vielleicht nur unter einer bestimmten Höhe. Charlie, descent flight level 100. Descent level 100, North Shuttle 29er Charlie. Speedbird 55, contact Copenhagen, 126.55. 100 set, level change. 126.55, Speedbird 55. It's calling me a retard. 180, descent flight level 230. Maybe it's right. Descending flight level 230, Transavia 180. That is correct, enter the hold over Kodan as published, flight level 230.
and the road over Guden, flight level 230, Guden 5, yeah, 180. Copenhagen, good evening, Ocean 1214, Met 10-5-1-2-8-0, direct Monaco. Who was calling again? North Shuttle 1215, sir. North Shuttle 1215, sir. Turn left heading 320. Left 320, Lufthansa 12 Lima. Eurowings 884, turn right heading 260. Turn right heading 260, Eurowings 884. Copenhagen Control, good evening, Lufthansa 32 November, good at evening. Flight level 230 inbound Monaco. 32 November, hello, maintain level 3, correction, maintain level 230, enter the hold over Kuden, as published. Enter holding over Kuden, maintain 230, Lufthansa 32 November. Transavia 180, descend level 240. Descend flight level 240, Lufthansa Avia 180. Lufthansa 2 Bravo Lima, direct to Nexo and descend flight level 80. Direct Nexo, descend level 80, Lufthansa 12 Lima. Shamrock 255, turn right heading 120, descend to flight level 100. Right turn 120 and descend flight level 100, Shamrock 255. Scandinavian 35 Sierra, descend flight level 250. Descend flight level 250, Scandinavian 350. And 350 into the hold over Kuden as published. Into the hold over Kuden as published, Scandinavian 350. Ja, aber wir sinken im Holding, das geht schon. Wir haben jetzt hier 43 Meilen bis zum Flughafen, wir sind auf 15.000 Fuß, also wenn es jetzt direkt reingehen würde, würde man das noch schaffen, ist kein Problem. Luftwetter 2, Bravo Lima, contact approach, 11845, bye-bye. 11845, Schlüssel 2 Bravo Lima, 6 bye-bye. Transavia 180, request estimated approach time. Wir können darüber mal reden. Also, es gibt ja eine ETA, das ist die Estimated Time of Approach, und es gibt die EAT, Estimated Approach Time, nach der hat gerade der Transavia gefragt. Die ETA ist die erwartete... 29, Charlie, descend flight level 90.
Level 90 North Shuttle 29 Charlie. Level 90 said. Also die ETA. Copenhagen Control, good evening. Estimated Time of Arrival. Das ist die Zeit, zu der man die Ankunft am Zielort oder an einem Punkt, der definiert ist, erwartet. Und die EAT ist die Estimated Approach Time. Das ist die Zeit, die Uhrzeit, zu der man erwartet, dass man den Anflug ab dem Initial Approach Fix oder nach dem Holding in dem Fall hier beginnen darf. Ja, wenn es weitergeht im Prinzip. Also EAT und ETA nicht in einen Hut schmeißen. Das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Also ETA ist, wann erwarte ich irgendwo zu sein, und EAT ist, wann erwarte ich einen Anflug beginnen zu dürfen, um irgendwann irgendwo zu sein. Das heißt, die ETA folgt zwangsläufig auf eine EAT. Shamrock 255, just say again that waypoint, please. November Echo Kilo Sierra Oscar. Roger, 255. And descend level 80, contact approach 118.45. Roger, descend 80 and approach 18.45, Shamrock 255. Die Karte ist auch in Ordnung hier, weil auf der kann man sich ein paar Wegpunkte schon vorher angucken, zu denen man eine Clearance kriegen könnte. Baslo, Dopem, Airpuck, das sind die Punkte, zu denen wir auch geklärt werden können. Vielleicht abgesehen hier von Nexo. Flight level 210, Plazavia 24 Tango, left turn heading 0 for delay vectors. Swiss 24 Tango, sorry that was broken up. First Eurowings 884, turn right heading 0 for. Turn right heading 040, Eurowings 885. NTR is on. And descent flight level 150. Descent flight level 150, Eurowings 885. Correction, Eurowings 884. And then Swiss 24 Tango, turn left heading 260. Ah, jetzt ist die left 260, Swiss hier, Minimum Clean Speed da. Die kommt wohl erst ab einer bestimmten Höhe, wird die angezeigt, unter einer gewissen Flughöhe. So. No Shuttle 29 Charlie, holding is cancelled, right turn direct to Nexo. Turn right direct Nexo, no Shuttle 29 Charlie. Good. So, let me allow the plane to turn right, and then I will insert direct to Nexo. We have now level 90, so we go at level 100. So, landing lights on, logo on, wing light on, fast birds on already. Hello to you, identified. Fly direct Charlie Delta Alpha. Hold over Charlie Delta Alpha as published. And then direct to Nexo. Sorry, I don't get it. Say again, please. Direct to Charlie Delta. Directing Charlie Delta Alpha, you know, 320. Und eben, wenn viel los ist als Controller, hat man zu kämpfen, wenn die Leute nicht wissen, was ein Holding ist, wie sie es fliegen sollen. Mal gucken, ob der schafft, der gerade eben nicht wusste, wo er hinfliegen sollte. Transavia 180, descent flight level 160.
Sand Flight Level 160, Plan Dabia 180. Ups, können wir mal hier noch einen Zahn zulegen. 250. Austrian 301, Descent Flight Level 190. Und wir fliegen direkt Nexo. Austrian 301, Descent Level 190. Sorry, Descent Flight Level 190, Austrian 301. After Nexo, we have to continue Swiss and tango, track to left heading 031 degrees. Left 200, Swiss 24 Tango. 24 Tango, please reduce to your minimum holding speed. There's no need for you to fly this fast. Oh yeah, the Swiss guy, he's flying 400 knots ground speed. Transavia 180, in the holding. Cancel, turn right, heading 090. Holding cancelled, right 090, Transavia 180. Lufthansa 32 November, descent flight level 200. Descent flight level 200, Lufthansa 32 November. Your wings 884, proceed direct to Nexo. Busy, busy. Eurowings 884, direct Nexo, confirm. Nexo. Nexo, November Echo Kilo, Sierra Oscar. November Echo Kilo, Sierra Oscar, direct Eurowings 884. Wir müssen mal hier die Lichter in der Kabine noch abschalten. Nein. No Shuttle 29 Charlie, descend Level 80. Level 80, no Shuttle 29 Charlie. Copenhagen, Wizz Air 611. Level 80, vertical speed. Wizz Air 611, Copenhagen, 750. Thousand to go. Swiss 24 Tango, turn left heading 100. Left 100, Swiss 24 Tango. Austrian 301, turn left heading 110. Left at 110, Austrian 301. Lufthansa 32 November, descent flight level 100. Descent flight level 100, Lufthansa 32 November. X-ray contact Copenhagen 126050. 126050. Transavia 180, descend level 80. Descend flight level 80, Transavia 180. Yep. Experiment 350, descend level 200. Die haben ja ein Event hier, ne? Copenhagen irgendwie Overload oder sowas. Yeah. Eurowings 320, descend flight level 270 into the hold over Charlie Delta Alpha. 270 and enter hold over Delta Charlie Alpha. Yeah. That is correct, and you might as well reduce your speed to a minimum holding speed. Minimum speed, Eurowings 320. Transavia 180, left turn direct to Nexo. Left turn direct to Nexo, Transavia 180. No Shuttle 29. Very good evening, runner 75 X-ray, golf with your passing power 120, climbing 100, direct Lango. Charlie, contact Copenhagen approach 118450, goodbye. I said 118450, No Shuttle 29, Charlie, goodbye. Approach hello, No Shuttle 29, Charlie. Descent to 5,000 feet. QNH 1027, vectors fire, let's approach 04 left. On this heading, descent 5,000 feet, 1027, 04 left. Our shuttle 29 Charlie. Approach shuttle 29 Charlie, when reaching flat, when reaching 5,000 feet, 115 descending 5,000. When reaching 5,000, reduce 220 in War Shuttle 2 to 29 Charlie. Jet
Tower 1129, what said you? So, 5,000 feet, ZQ 96. Sorry, unfortunately, Tower 1129. Heading select green. Tower 1129, good evening, identify. Descend 5,000 feet, QNH 1027, Victor Spiders, approach runway 04 left. 5,000 QNH 1024, Victor Silas, approach runway 27. On the level change. 04 left, jet time 1129. Jet time 1129, Victor, correct, turn right heading 300. Right heading 300, jet time 1129. Ah, der. And jet time 1129. Jürgen fliegt schon wieder online, bestimmt, ja. Speed 220. Speed 220 and reaching 5,000. Da ist er, Agadir. Und wohin fliegt er? Ah, nach Kopenhagen. Aber da kommst du dann aber deutlich nach deren Schließung an, oder? Ah, da hast du eine Leipzig. Er ist im Anflug auf Agadir. Der landet ungefähr in 10, 15 Minuten. Also aufpassen, ne? Da kommt ein 737 von Leipzig Air. Ja, hier. Alles fliegt von und nach Kopenhagen. Ne? Überall sieht man schön, ne? Die. Sienberg 255, you may contact Copenhagen. Final inbounds, outbounds. Cool. Call sign only. Have a great landing. Bye bye. Thousand ago. Echt? Ich finde, Dänen klingen nicht sehr deutsch, nein. Die klingen sehr nordisch. Skandinavisch. And 1000 feet ago. Inbound Venom. Scandinavian 103, good evening. Proceed to Lake Venom, descend 5000 vectors, fireless approach, runway 2 negative 04 left. Roger, left heading direct Venom, descend to 5000 and expect the radar vectors for 04 left. Alt acquire, then speed to 20. Need some time to lose some altitude. No problem. Jet time 1129, turn left heading 270. Yeah, look at all the TCAS targets. Left 270, here around me. Alt acquire is still green, yeah. Descending, climbing. Approach, very good evening. Transavia 180 is direct. Flight level 110, descending flight level 80. Transavia 180, good evening. Turn right heading 010, Victor Silas approaches runway 04 left. Achso, wir brauchen noch den richtigen Kurs, ne? Hier. Ganz vergessen. Approach course 037, nicht 217. Das habe ich noch nicht abgedatet. Transavia 180, ja. Vector fire, this approach runway 04 left. 037, yeah. Sorry, I can't understand. Please say again for Transavia 180. Altimeter setting. Transavia 180, you can expect vectoring for ILS approach runway 04 left. Ah, okay, yeah. Expect vectoring for the ILS 04 left. Transavia 180. Transavia 180, descend and maintain 5,000 feet, QNH 1027. 5000 feet, QNH 1027, Transavia 180. Zu hell. Zu dunkel und zu hell. Scandinavian 103, we are passing Venom. Could you give us a radar vector for the downwind leg 04 left? No. You have to make 180, so please turn left heading 080. Left 080. Jet time 1129, turn left heading 220. Left 220, jet time 1129. Transavia 18 confirm, heading 010. So, gemacht. Kann man noch reinladen, um das Wetter noch präziser darzustellen. Transavia 18, that's sorry about the delay. Yeah, that is correct. Heading 010. Da ist einer 6 Meilen neben uns, selbe Höhe. Kann man den sehen? Jet time 1129, you may contact final frequency 120.2, call
Golf's not over. They have a correct landing. Bye bye. Final 120, there's no two calls on the ship time 1129. Go on. Scandinavian 103, turn further left heading 020. Left 020, Scandinavian 103. Come on, turn us left. No shuttle 29 Charlie, turn left heading 310. Left 310, no shuttle 29 Charlie. Yeah, in Copenhagen they have to do everything with radar vectoring because they don't have. Transavia 180, turn right heading. They don't have a real RNF transition to have a downwind and base. They have something like this a little bit, but it doesn't really help. Scandinavian 103, when reaching 5,000 feet, speed 220. When reaching 5,000, speed 220, Scandinavian 103. Arrival, good evening. Shamrock Saturated is with you. Pass of Feather 170 for 5,000 feet and bound to Venom. Shamrock 768, good evening. After Venom, inspect vectors for ILS approach. Runway 04 left, descend 5,000. QNH 1027. Metro QH 1027 after Venom, expect to radar vectoring for ILS runway 04 left. Shamrock Saturated. Scandinavian 103, turn left heading 340. Left 340, Scandinavian 103. North shuttle 29 Charlie, turn left heading 220. Left heading 220, North shuttle 29 Charlie. 220. Copenhagen approach, Eurowings 884. Downwind, yes. Eurowings 884, good evening. Joining a downwind now for runway 04 left. Axel heading 040, descend 5000, QNH 1027. After next, I'm heading 10. Say again, heading QNH 1027 and descend to 5000. Eurowings 884. Eurowings 884, heading 040. Heading 040, Eurowings 884. After next. Transavia 180, turn left heading 020. Let's prepare next frequency, director 120.2. Altimeter setting. Yeah, Nix. North shuttle 29 Charlie, you may contact final frequency 120.2. Have a great landing, sir. Bye bye. 120.2, North shuttle 29 Charlie, thank you. Bye. Trans 6789 with you. Ich glaube, einen Outbound schaffen wir nicht mehr hier. Das wird zu spät sonst. Entweder kommen wir nicht raus oder die machen zu vorher. Weil das Event geht offiziell nur bis 22 Uhr lokal, 21 Zulu. Final Hello, North Shuttle 2, Nana Charlie. Luftwetter 2, Bravo Lima, turn right heading 360 degrees. Right, 360 degrees, Luftwetter 2, Bravo Lima. No shuttle 29, Charlie. No shuttle 29, Charlie, cast of final, hello, identity sign, reduce speed 187 knots. Reduce 180, no shuttle 29, Charlie. Ooh la la. 180, speed check, flaps, 5 selected. Scandinavian 290 Charlie, cast the final hello identified, reduce speed 187 knots. Speed 187 knots, Scandinavian 290 Charlie. Wir haben noch NTIs an, weil wir noch hier manchmal hier so da ein paar Wolken, Fetzen, Streifen. Aber sobald wir absinken auf 3000 Fuß oder sowas, dann schaltet es ab. Please confirm right heading 050. Affirm, that's the North Shuttle 932. Okay, going right heading 050. Tower 1187, safe landing. Lufthansa 4, Papa Romeo, call Tower 1181. 1181, next.
North Shuttle 932, left turn heading 050. If I said something else, I do apologize. Yes, we ask you to confirm right heading 050 and you confirm it, so we right heading 050. I can only say that I apologize. So sorry, sir. Okay, no problem, we just heading to 050 now. Hier kann man schön die Leute, ne? Da kann man schön sehen, die Anfluglinie, alle Maschinen, eine nach dem anderen. Schön gestaffelt, 3-4 Meilen hintereinander, super. Und hier, guck mal, da ist noch der Punk los. Ha! Von Xavier 18 Sierra, cast the final, hello, identified at your speed 180 knots. Identified at your speed 180 knots, Lufthansa 2 Bravo Lima, turn right heading 070 degrees, descend 3000 feet, clear ILS approach runway 04 left. Right 070, descend 3000 feet, cleared ILS 04 left, Lufthansa 2 Bravo Lima. Shamrock 255, turn right heading 020 degrees, expect ILS 04 right. Roger, 040 degrees, is that correct? And it's let's build right our center line extension. 0-2-0, make it heading 020 degrees for now. That's 04 right, correct? 020, roger. KLM 454, left turn heading 060 degrees. Left to 0454. Yeah, 1, 2. Castle final, Shuttle 4153. 3. North Shuttle 4153, Castle final, hello, identify speed 187 knots. Not bad. Castle final, good evening, Shamrock 7-8 is with you. This will take a tire while until we land. What about fuel? We have Shamrock 7-6-8, Castle final, 2.4 tons. Producing 180, Shamrock 7-6-8. I think I forgot. North Shuttle 932, turn left heading 0. I think I forgot to add half an hour extra fuel. Did I? Left heading 020, degrees, North Shuttle 932. Yes, I forgot to add extra fuel. North Shuttle 929, Charlie, turn left heading. Disregard for now. So we are running a bit on the edge of fuel. Oops. North Shuttle 932, descend 3,000 feet. 3,000 feet, North Shuttle 932. 433, code tower 1181, have a safe landing. But we can commit to land here because they have three different runways. Well, they have two different separate runways with two separate final director, good navigation or approach systems. So it's safer to stay here and just land. Speed 180, Scandinavian 103. Bingo, noch nicht so schnell. Nein, nein, nein. Mein Bingo Fuel wäre. Falsch. Bingo Fuel wäre hier 1,1 Tonnen. Verbrauchen darf ich jetzt die 800 Kilogramm Alternate Fuel, die darf ich verbrennen, aber das, mit dem muss ich landen, 1,1 Tonnen. Sonst habe ich Mayday. Fuel Emergency. Right 020 degrees, jet time 1129. Your trend 6789 on turn left heading 110 degrees. Fly say again. Your trend 6789. Your trend 6789 on left turn heading 0, correction 110 degrees, heading 110. Heading 110, your trend 6789. North Shuttle 29 on Charlie, turn right heading 010 degrees. Right heading 010, North Shuttle 29 Charlie. Oh, jetzt bringt er mich auf die Nordseite vom Anflug, um mich da einzureihen in die andere Schlange. Mist. Okay, machen jetzt folgendes. Wir fliegen jetzt einen Tick schneller und machen dafür Flaps. Das spart auch Treibstoff. Did you cover that? Did
255, yeah, we have 109.3 in. Speed check, flaps 1 selected. Shamrock 255, yeah, you're still a bit far out. I will get you a new, in, I'll give you a new victory if you wish it. 255, nope, just come in now, thank you. Jet time 1129 on descent 4. Anflug. Linear. Jet time 1129. Feedback 2, correction 523, Echo Call Tower 1181, have a safe landing. 1181 for Tower, Speedbird 523, Echo. Tower? Yeah, yeah. 29 on Charlie, descend 3000 feet, clear Islas Approach 04 left. Descend 3000 feet, set Islas Approach, runway 04 left. North Shuttle 29 on Charlie. Wow. Ich hätte gedacht, der tut mich jetzt noch hier oben rein. Okay, dann Speed Check, Flaps 5. Wow. North Shuttle 29 Charlie, stop descend 4000 genau. Maintain 4000. North Shuttle 29 Charlie, is the approach clearance still valid? That's gonna go. 29 Charlie, if so, 4000 feet set. Your turn 6789, I expect ILS approach on the 04 right. I expect 04 right, your turn 6. So, we're cleared for the approach, then. KLM 454, turn left, 0 degrees. Lock, left glide slope, armed. Okay, in this case, speed is again 180. Left heading 070 degrees. Left heading 070, HN 789. Yeah, Flight Service, der macht große Lufträume. Guck hier, der Eurowest. Eurowest, der macht hier die ganze Gegend. Aber nur über Level 240, 45. Lufthansa 2 Bravo Lima, Call Tower 1181, have a safe landing. Nö, nö, wir tanken nicht nach, das reicht schon so. Jetzt sind wir im Anflug. Ich dachte, wir müssen noch eine Weile rumgurken, aber jetzt sind wir im Anflug. Jetzt reicht's locker. Kein Problem. CBA 185, turn right, heading 270 degrees. Right, heading 7, 0, na, über Flight Level 245, das heißt, der kontrolliert nur oberen Luftraum, Strecke. Ja, 29 Charlie, turn right heading 070 degrees. Right heading 070, Scandinavian 29 Charlie. Ja. North Shuttle 29 Charlie, descend 3000 and then with the glide slope. Descend 3000 and then with the glide, North Shuttle 29 Charlie. Euro turn 6789 on turn left heading 010 degrees. Left heading 010, Euro turn 6789. That's good. Shamrock 255, just on the look right now. Shamrock 255, thank you. Jet time 1129 on descent 3000. Ja, jetzt bin ich in der Schlange drin hier. Für ein Final. Guck, hinter mir sind zwei Stück. Und rechts und links sind Leute im Gegenanflug, südlich und nördlich davon. KLM 454, turn right heading 060 degrees, descend 3000 feet, clear Islas Approach. Achso, that's miese. Da ist I'm North Shuttle 29 Charlie and as well, there is a Scandinavian 29 Charlie in the lower left here. Wow. That's a... Ja, du musst dich bei ihm melden. Also wenn du siehst, dass der online ist und du im Streikflug bist, dann optimalerweise tust du dann auf Level 240 Level aufmachen, rufst ihn und dann Clearance holen für weiteren Streikflug, wenn möglich. Wenn nicht, steigst du halt. Pretty sure my dangerous backing out there. I can't change my left either. You're currently flying heading 110. Yeah, I think that now. 0 1 0 seems to not change. Alright, missed approach, Vero, straight ahead, 500 feet, turn left, 347, climb 3000 feet. Glide slope green, 3000 set for missed approach. Oh, missed approach wäre auch drin hier. I can't remember I asked you to turn. make it heading 030 degrees. Heading 030, Scandinavian 290. So, wir machen mal hier das. KLM 454, make it heading 030 degrees, clear ILS approach runway 04 left. Wing and TR is off. Final,
5-0, Kestrel final, hello, what did you find? Reduce speed 187. North Shuttle 4153, turn left heading 170 degrees. Speed check, flaps 10. Flaps 15. I'm having problems with my aircraft, it's slightly jumping on to move, so I'm going to lower now. Sorry about that, bye-bye. Quiet. Sun Savia 180, you can now expect that as approach runway 04 right. Turn right heading 060 degrees, descend 3000 feet, that is approach runway 04 right. Expect ILS 04 right, descend to 3000 feet. Yeah, Transavia 180, heading 060 degrees, you are cleared for the ILS 04 right. Traffic, clear. 060, please, ILS 04 right. And da ist Kopenhagen, Kentaro ruhig mal. Scandinavian 103, turn. Continue to clear Alpha, hold short, 3-0, Tower low, North Shuttle 29, Charlie 04 left. Speed break up. Runway 04 left, clear to land. Runway 04 left, clear to land. North Shuttle 29, Charlie. So speed check, flaps 25, reduced to final. That's 149. Speed 532, echo that is a negative. I want you to contact the crossing tower. And flaps 30. So gear down, three greens, flaps 30, green light. Speed brake armed, auto brake 2, clear to land, all lights are set. Autopilot off, auto throttle off. 118575, manual flight. Couch in time 1129 is bound on his. Approaching 04 left. Jet time 1129, Castle Tower, good evening, wind 3237, that's runway. Accretion, continue approach as number 1. Ups, etwas tief, wir korrigieren. So, jetzt zurück wieder auf den Pitch von 1. Das müsste ungefähr die richtige Sinkrate geben. Hoppala, was ist hier los? Flieger bleibt unten. 200. Okay. Irgendwie hat sich da was geändert am Fluggefühl, oder ich bin nicht gut im Scanning, das kann auch sein. Naja, Landung, I've done better landings. Reverse normal. Here. 80 knots. Next landing is 3 miles out behind me. Alpha 7, manual braking, reverse off. KLM 454, Kestrel Tower, hello again. Landing lights, strobe lights. Hello again. Flaps up selected. Elapsed time stopped. Flight director. Oh, they switched off the lights now. What happened to the lights here? Jet time 1129, and only 04 left, clear to land. Anti-ice. Clear to land, runway 04 left, jet time 1129. Off. Trim back 5 und Transponder to Altitude off and back to Taxi Mode. Ups. Taxi View. And also 2-9, Charlie, continue taxi on taxiway Alpha, hold short off runway 30. Alpha, hold short 30, North Shuttle 2-9, Charlie. Nö, die Landung war es nicht schlimm, ja. Hätte man noch ein bisschen kitzeln können, was rauskitzeln können, ja. Ich bin zufrieden damit im Großen und Ganzen. Ich habe einmal ein bisschen, glaube ich, über. Flared, wahrscheinlich 0,2 Grad zu der Nase hochgehoben. Wir hätten da schön langsam auf die Bahn draufrollen können, aber war halt nicht.
WU anmachen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack, zack. Und Cockpit Light off again. Ups, bleibt da. Komm, super, zur Mitte wieder. Mit den Frames bin ich auch zufrieden hier. Guck, 28, 25 ist okay. So, Alpha ist dann. Alpha 1857, North Shuttle 29 Charlie. Thank you, good night. Also, komm her, langsamer. Time 1129, make it a runway, 04 left at Alpha 6. Tolo, North Shuttle 29 Charlie, Alpha Hotel 30. Defensive 2 Braulina, Apron 121. 121, Lufthansa 2 Braulina 6, bye bye. North Shuttle 29 Charlie, Castle Tower, hello, continue taxi by Alpha, left on runway 30, make it. Okay, ja, Alpha, enter runway 30 and then vacate where? Kilo 3 and hold short of Zulu. Okay, vacate Kilo 3, hold short Zulu via runway 30, North Shuttle 29 Charlie. Also links auf die Bahn. Dann erste rechts raus, ja. Also wir sind gerade hier, dann lapp da auf die Bahn, Kilo 3, Hotshot Zulu. Bravo, holding point 04, right, Lufthansa 8, Alpha. Dann Strobe Lights on again. Hop. Onto the runway, like in the real world. On runway 301,000 feet remaining. Flaps, flaps. Nix flaps, flaps. Dann kann man hier schnell die APU-Generatoren verbinden. AP generates connected. Ich hatte vorhin wieder mal die Ignition Vorlandung im Anflug vergessen. Naja, was soll's. Eigentlich hätte ich machen sollen, NTI ist off, Ignition continuous, aber vergessen. War zu beschäftigt. Zu vergesslich. Slowing down. Hold short Zulu. Strobe lights off. Park brake, taxi light. Flieger fertig aufräumen, also auto brake off. Holding short Zulu, North Shuttle 29 Charlie. North Shuttle 29 Charlie, Roger, contact now Castro Bay from 121 Decimal 9, bye bye. 121 Decimal 9, North Shuttle 29 Charlie, good night. Ground, oh, ja. Apron, good evening, North Shuttle 29 Charlie on Kilo 3. North Shuttle 29 Charlie, hello, Lima, stand Alpha 20. Via Lima to Alpha 20, North Shuttle 29 Charlie. So, straight ahead basically. Up. Brake, taxi light, let's go.
Ja, cool hier. Das ist die Lufthansa 2 Bravo Lima, vermute ich mal. Ja, ist er. 6 Charlie Hotel Roman Short 1 2. Lufthansa 6 Charlie Hotel Tower 118575. Bye bye. So, was ist unser jetzt hier? Alpha 2-0, das müsste der gerade vor uns sein hier. Alpha 2-0, ja, da steht's. Taxi light off. Alpha 2-0 is confirmed. Slowing down. Der sagt nach links, obwohl ich schon links von der Linie bin, ne? Naja, er wird schon recht haben. Ah, jetzt dreht er uns zurück. Shutting down now, thanks for your ATC, good night. Shamrock 255, no problem, thanks for flying, good night. Abram, Jet Time 1129, holding short zero. Jet Time 1129, Abram, good afternoon. Simple one for you tonight, Charlie 36. Charlie 36, Jet Time. Okay, park brake set. Cockpit light. Also, APU is connected, then. Kellum 454, Abram, hello. Start switches to cut off. Bravo 15. Correction. Fuel pump, beacon, seat belts. Okay, and how can we get them? Via Papa. Okay, thank you, Papa. Bravo 9, for favor. Yeah, sorry. Transponder to standby. 2000. Transavia 18 Sierra, Apron, hello. Taxi Victor, Whiskey, stand Fox 7. Chucks, GPU, doors, open. Open. Das müsste eigentlich gewesen sein, ne? Hübsch. Auch alles Freeware, der Flughafen, ne? I'm highly happy. Und hier habe ich ja früher auch ganz üble Frames gehabt. Das hat sich inzwischen gelöst, das Problem, ne? Ich habe da ein paar Szenerieteile entfernt und danach ging's dann. Also diese Nachttexturen von den Gebäuden hauen immer noch ganz stark rein. Aber besser als vorher. Viel besser als vorher. Das war vorher unfliegbar. Ja, aber langsam leert es sich hier, ne? Weil das Event jetzt zu Ende ist. Können ja mal auf Tag umschalten, dann sieht man, was ich meine. Achtung, Augen zuhalten, es wird hell. Guck, jetzt habe ich gleich hier 15 Frames, 10, 15 Frames mehr. Ups, in den Wolken. Aber der Flughafen ist schön gemacht. Ja, die ganzen Texturen hier, die ganzen Mesh, was, Overlays sind alle flach, aber was soll's, wenn man drüber fliegt. Ist okay. Hier sind ein paar Häuser gebaut worden. Aber sonst ist es okay. Ja, danke fürs Zugucken. Uns mitfiebern im Holding. Ob der Sprit noch reicht. Achso, wir wollten gucken. Haben wir noch genügend Treibstoff? Aha. Wir haben 1,8 Tonnen. Ja, also wir sind leicht unter dem, was wir hätten haben müssen. Obwohl, nee, wie waren das? Ich muss alles zurücknehmen wahrscheinlich. Mal, wie war denn das hier? Wir hätten haben müssen 1,9 Tonnen. Also wahrscheinlich sind wir mit 1,9 Tonnen gelandet und haben noch 100 Kilogramm beim Rollen verbraten. Also im Prinzip sind wir genau mit dem Minimum Fuel gelandet. Also, Schwein gehabt. Landung hier, Touchdown war 1500 Fuß nach Threshold, das ist gut. Centerline, ja, ein Fuß nebendran. Sinkrate war okay, ja. Da gab es nichts zu meckern. 454, thanks for flying, bye bye.
Auf jeden Fall war lustig. Hat mir gefallen. Das war ein echt professionelles Event. Hat super Spaß gemacht. Auch der, obwohl der, ja gut, der kleine Schluckauf da beim Start in Berlin, aber naja, jeder kann mal einen scheiß Tag haben, ne? Und ob wir noch eine Runde fliegen? Was haben wir jetzt? 10 Uhr. Oder geht noch ballern? Baller, baller. Ja, der Jürgen ist schon am Mallorca, am Menorca vorbei. Hier ist der Jürgen. Hier ist Menorca, Mallorca. Der fliegt dann hier an Toulon vorbei. Hier ist Marseille, Nizza und dann rauf über Mont Blanc. Hier Moblo ist in der Nähe von Mont Blanc. Und dann fliegt er an Genf vorbei, Zürich, Stuttgart. Hier Hannover, Braunschweig eher drüber und dann nach Kopenhagen. Ja, die haben noch hier gute Besetzung im ATC. Und unser Concorde Gareth ist auch bald da. Was ist noch näher? 46 Minuten, eine Stunde will er noch brauchen. Ja, Scotland's Concorde. Und hier haben wir auch gerade ein Event. Wo ist das hier? In Vancouver oder Seattle? In Seattle. April, good evening, Scandinavian 103. Die sind auch schon lange online, die machen wahrscheinlich nicht mehr ewig. Scandinavian 103, April, hello. Wetter in Seattle ist, oh, 4 Meilen Sicht. Mist, broken 300. Ist auch nicht so hübsch. Fire Yankee to stand Delta 1. Wie schaut's hier oben aus, in Yakutat? I have a look at the chart. Ach hier, Alaska 6-1, haben wir auch gemacht schon vor ein paar Wochen. 4 Meilen, oh, 6 Gusting 15, nicht so schön. Und Juno, da war Wetter gestern ziemlich garstig. Heute ist wieder schön. Wie schaut es in Fairbanks aus? Minus 10, ne? Minus 7, mal gucken, was rauskommt. Minus 21, Halleluja, das ist kalt. Und wir jummern hier rum bei 0 Grad oder 2 Grad plus. Minus 21, aua, das ist kalt. Also genug. Ich glaube, ich mache es hier dicht. Und wir sehen uns bei nächster Gelegenheit. Bis gleich im Discord oder so. Und ja. Alright, I will be shutting down. Enough flying for today. And thanks for watching. See you in Discord or for the next stream. Take care. You can take and stand. That's